Herzlich willkommen, der fünfte Teil unserer Interviewreihe zum Thema Online-Marketing. Zu Gast habe ich Ben Schneider aus Augsburg. Hallo Dirk. Hallo Ben. Wollt ihr mehr über Ben erfahren, dann im YouTube-Kanal Ben Schneider, dein Business Coach. Und er ist Online-Profi. Und dann hole ich mir natürlich gerne einen Gesprächspartner. Und jetzt haben wir ein Thema für einen kurzen Clip, nämlich: Wie kann Social Media ein Verkaufsbooster, ein Verkaufsturbo sein? Ja, also erstmal, was ist Social Media? Denn Social Media ist nicht nur Facebook, wenn das auch vielleicht viele denken. Social Media ist Twitter, Google+, Facebook, Instagram, YouTube, Periscope zum Beispiel zählt auch dazu. Also Social Media, alles, wo man viele Menschen online erreichen kann. So würde ich das mal definieren. Und daran kommt keiner mehr vorbei. Also wer das für sich noch nicht entdeckt hat, weil er sagt, unser Geschäft gibt es seit 20 Jahren, ich brauche kein Social Media, ich habe damals keins gebraucht, ich brauche heute keins. Doch, ihr braucht es, weil die Zeiten haben sich geändert. Und wer versucht, sich dessen zu entziehen, der wird irgendwann aussterben. Klar gibt es ein paar Branchen, wo es vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber in den meisten ist es sehr interessant, bei Social Media aktiv zu sein und dort vertreten zu sein. Aber wie kann ich das Ganze jetzt als Verkaufsbooster nutzen? Naja, zum einen, es geht nicht nur um den Direktverkauf. Ich werde das gleich ansprechen, aber es geht nicht nur darum, dass ihr jetzt über Facebook Produkte verkauft, sondern verkaufen bezieht sich ja auch darauf, dass ich es vielleicht im zweiten Kontakt oder im dritten Kontakt mache. Und dieser Kontakt ist nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch von Website zu Mensch, von Video zu Mensch, von Podcast zu Mensch, gibt ja verschiedene Sachen. Und wenn ich jetzt mein Social Media Profil aufbaue, dort regelmäßig Content hochlade, auch bei YouTube regelmäßig Videos hochlade, die Visualisierung habe, bei Facebook Videos Bilder hochlade, die Visualisierung habe, meinen Kunden Einblick gewähre hinter die Kulissen oder meine Produkte dort vorstelle, dann habe ich dort die Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen, die interessiert an mir oder an meinen Produkten sind, und kann das dann wiederum verkaufsfördernd nutzen, indem ich zum Beispiel mal ein Produkt poste, dass ich einen direkten Link aus meinem Online-Shop auf meine Facebook-Fanpage setze, vielleicht noch mit einem Aktionscode, nur heute 10% Rabatt auf dieses Produkt. Je nachdem, wie viele Follower, Liker, Abonnenten und so weiter ihr natürlich habt, wird das größere oder kleinere Verkaufszahlen hervorrufen. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit. Oder ihr macht ein Produktvideo. Immer mehr im Kommen, und ich predige es auch bei meinen Videos, Produktvideos machen. Warum? Naja, weil in einem Produktvideo habe ich die Möglichkeit, das Produkt zu drehen, von allen Seiten zu zeigen, in Aktion zu zeigen. Das kann ich auf einem Foto nicht. Natürlich gibt es 360-Grad-Ansichten inzwischen und ich kann auch von verschiedenen Blickwinkeln fotografieren. Aber wie sich das Mikrofon anhört, das wird schwierig auf einem Foto. In einem Video kann ich das machen, oder in dem Fall von dem Beispiel von dem Mikrofon auf einer Audioaufnahme. Immer versuchen, das Produkt so gut wie möglich darzustellen. Und hierbei dürft ihr auch ruhig euch hinter die Kamera stellen, denn ihr verkauft das Produkt. Hier sind wir bei einer Art Vertrauensaufbau. Ihr verkauft das Produkt, ihr steht hinter dem Produkt. Deswegen stellt euch ruhig mit in die Kamera, also mit ins Bild, und stellt das Produkt vor. Und wenn ihr das macht und dann auf YouTube hochladet und auch auf euren Online-Shop natürlich, bei Facebook solche Videos hochladet, immer wieder Einblicke gewährt, ruhig auch mal hinter die Kulissen, habt keine Angst davor, dass ihr mal irgendetwas zeigt, was vielleicht nicht so gut ist. Wir sind auch jetzt zum Beispiel hier gerade bei diesem Video live drauf, gehen auch das Risiko ein, dass wir uns vielleicht versprechen oder irgendwas. Das ist aber nicht schlimm, sondern das ist authentisch. Und die Menschen mögen nicht nur Perfektionismus par excellence, sondern es darf ruhig auch mal etwas schief gehen. Und das macht den Reiz von Social Media auch aus, dass ihr wirklich
euren Fans, Followern, Abonnenten, Interessenten, Besuchern wirklich einen Einblick gewährt. Was für Produkte verkaufe ich oder wie sind die Produkte, was können die alles, was mache ich, wer bin ich, was kann ich, je nach Branche natürlich ausgerichtet. Und wenn ihr das kontinuierlich macht, und das ist auch ganz wichtig im Bereich Social Media, den Tipp auf jeden Fall aufschreiben, Regelmäßigkeit. Social Media bringt nichts, wenn du nächste Woche 5 Videos machst, übernächste Woche machst du keines, in 2 Wochen machst du noch 3 und dann wieder 1, bringt nichts. Regelmäßigkeit. Lieber weniger, aber regelmäßig. Das ist ganz wichtig im Bereich Social Media und wenn du das aufbaust, dann wirst du durch Social Media auch einen Verkaufsbooster erreichen. Kurze Ergänzung, es muss nicht nur auf Produkte bezogen sein, das geht natürlich auch auf Dienstleistungen. Und ihr könnt natürlich auch hingehen und sagen, ihr könnt auch eure Kunden bitten, ein Video-Statement abzugeben. Oder man kann auch bei Dienstleistungen sehen, wie sind die in Action, wie funktioniert das. Also nutzt einfach diesen Kanal, um eure Zielgruppe zu erreichen, um euren Kunden eine Kaufbestätigung zu geben und um Geschäft zu machen. In dem Sinne, mehr von Ben Schneider, dein Business Coach bei YouTube. Und jetzt wünschen wir euch fette Beute.